Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Soro The Chronicles. Wir sind genau hier stehen geblieben. Wir nehmen als nächstes, oder wir spielen in der nächsten Mission Ines. Und die erste Mission haben wir schon abgeschlossen. Wir gehen die zweite Mission an. Und der Money. Oh, hier gibt es doch ein Achievement. Hier gibt's doch ein, wo, hier, das war doch gewesen, hab ich doch gelesen, in der letzten Folge. Erreiche den höchsten Punkt beim Monterey-Raub. Die höchsten Punkte, was sind denn die höchsten Punkte? Boah, keine Ahnung. Das werden wir auf jeden Fall herausfinden. Ich denke mal, alles abschließen. Ja, ich wünsche dir, ich wünsche euch schon mal an dieser Stelle viel Spaß bei dieser Let's Play-Folge. Und ja. Wir starten als nächstes die Mission. Okay, krass. Die fahren schon mal Scharfschützengewehr auf. Drücken. Okay. Also das müssen wir alles noch. Okay. Können wir das auch kaufen? Ach, das. Okay. Alte Hammerschlag, Peitschenwirbel. Kostet 1000. Die können wir nicht. Wir können aber extra Herz kaufen. Und das war's. Hier haben wir, wie gesagt, Mission. Dann haben wir die Plakate. Hier werden wir schon gespoilert, sozusagen. Einstellung, Steuerung, perfekt. Okay. Führe einen Angriff von oben aus. Sagt wie Assassin's Creed, ne? Das ist wie ein Assassin's Creed hier. Oh, wir können die Gegner markieren, das ist sehr gut. Muss man ja auch, ne? Auch für eine Trophäe. Er sagt für ein Achievement. Hol jetzt das erste Kartenstück. Aber wenn wir schon hier oben sind, dann markieren wir auch alle Feinde. Okay. Zack. Den können wir nicht markieren. Okay. Hier ist keiner. Das ist eigentlich krasses. Hinter uns ist auch keiner. Okay. Da ist noch einer. Ein Feind. Und... Dort sind noch welche. Das sind jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20. Wie waren das gewesen? 100 Stück, ne? Besiege. Ne, man muss nichts markieren, oder? Besiege 50 gehen, Super K.O. besiege als Diego, erziele 30 Treffer, markiere doch aus 30 Gegnern und ziele sie mit einem Ziel. Markiere eine beliebige Kombination aus 30 Gegnern und zielen mit einem Zeichen. Keine Ahnung. Gut, wir gehen hier runter.
Aha, wir muss so. Ah, richtig geil. Okay. Das ist sehr gut. Ich weiß nur nicht, was sie immer noch meint mit der höchsten Punktzahl. Ich habe kein Blatt, ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn ich dies wüsste, dann ja, wäre schon geil. Aber vielleicht könnte ich mal da auch zur Not, wenn ich das jetzt nicht hinbekommen werde, will ich das natürlich dann noch mal nachgoogeln, wie man das genau bekommen kann, könnte, wie das genau abläuft. Ja, warum kann ich den nicht markieren? Doch jetzt. Wie kann ich zum Beispiel von hinten angreifen? Ist noch jemand? Und so haben die uns gesehen. Gut, ich wollte die ablenken. Können wir auch dort rüber direkt den von hinten angreifen? Funktioniert das? Ja. Geil, perfekt, haben wir es geschafft. Ach, come on. Sind es doch locker, oder? Null. Nein. Scheiße. Das ist wohl tanzen, ja? Und das, wo ist jetzt das Achievement? Kein Achievement. Schade. Thank you.
Okay. Sehr gut. Wie sollen wir jetzt von oben zum Beispiel jemanden töten? Ist jetzt nur so ein Beispiel, ne? Weißt du, wir gehen einfach hier durch. Ich werde dann Achievements nach und nach holen. Also, wie gesagt, freischalten. Wenn die nebenbei freigeschalten werden, wie gesagt, nehme ich natürlich mit. Sollte es natürlich nicht so sein, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Zum Beispiel hier. Hier. Greife eine Wache von oben an. Kriegen wir hin. Okay. Kartenstück Nummer 2. Was ist als nächstes dann als Bonus? Steht hier noch nicht. Vielleicht werden wir das noch erfahren. Genau. Können wir ja auch hier. Können wir uns hier nicht drin verstecken. Schade. Ich dachte, so ein bisschen einen auf Assassine machen. Das ist hier aber nicht drin im Game. Gut, dann kommt her. Sehr schön. Wir kommen nach oben. Ja.
mal hier. Zack. Schon mal das erste Achievement schon mal freigeschaltet. Den können wir nicht markieren, doch jetzt. Und es geht weiter. Ich glaube hier. Warte. Ist auch kein Gold drunter, gar nichts, ne? Aha. Natürlich nicht geklappt, wie es klappen sollte. Lol, ist hier keiner? Nee. Wie es ausschaut, ist hier keiner. Dort oben aber. Sehr gut. Schlaf ruhig weiter. Oder auch nicht. Hä? War nicht gerade noch jemand? Doch hier. Das ist schön. Oh, wir bekommen Besuch. Muss ich aber Angst haben. Super K.O. Na. Das kriegen wir zum Beispiel jetzt nicht hin. Oder ist es egal, wo wir das machen? Ich glaube, das ist egal, oder? Nee, das ist nur hier. In diesem Bereich. Ja. Verkackt. Gut, ist ja egal. Alles schön kaputt machen. Das hört man auch nicht, ne? Stoße drei Wachen in Kisten oder. Hui, das ist jetzt, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach.
Easy. Da steckt jemand wohl im Heu drin. Tja. Wie ist das denn bloß passiert? Erhalte plus 1, behalte, drücke. Ja, kaufen wir das, ne? Ah, der geht ja gar nicht. Ja, wir sparen erstmal das Geld. Ja, gesagt, das Gold. Sehr gut, das nächste Achievement freigeschaltet, ne? Ist immer sehr gut. Finale Welle. Okay. Easy. Das nächste, oder das letzte Stück. Kriegen wir hin. Easy. Wir müssen auf jeden Fall die scheiß Typen ausschalten hier. Tot. Ja, ich hoffe, das hat gezählt. Ich hoffe, das hat gezählt. Ich weiß nicht, ob das zu laut ist, ob das passt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, es passt.
Hat es trotzdem. Ja, das ist perfekt. Ja. Ach komm, die eine hat nicht gezählt, die eine Mission, ne? Oh, fuck, schade. Lul. Warum müssen wir das hier nochmal machen? Ja, mir soll's recht sein. Ist egal. Theoretisch können wir jetzt einfach da reinrennen. Was ich schade finde, dass die Kombi, guck, dass es so schnell vorbei ist, ne? Ich verstehe es nicht, warum. Kartenstück Nummer 3 gefunden. Und wir können das Gebiet verlassen. Ich weiß nicht, was mit perfekter Punktzahl gemeint ist. Perfekte Punktzahl, denke ich mal, alle Boni abschließen und wir müssen alle Plakate sammeln. Das ist meine Vermutung für das Achievement. Ich bin mir aber nicht sicher. Naja, die Folge ist sowieso, glaube ich, viel zu lange schon. Deswegen mache ich an dieser Stelle einen Cut. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Mission von Soro. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich das gerne wissen. Oh, was ist denn hier los? Und ja. Ah, wenn wir schon mal hier sind, ne? Machen wir die auch noch. Jetzt aber. Das war's jetzt mit der Folge. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mich das gerne wissen. Mit einer Bewertung. Und ja. Ich würde es natürlich freuen, wenn ihr dann bei der nächsten Mission wieder einschalten würdet von Soro. Wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Let's Play-Videos mehr zu verpassen. Und euer Basti ist raus. Ich habe alles gesagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Oder wann auch dieses Let's Play-Video schaut. Und bis zur nächsten Folge hier auf meinem Kanal zu Soro. Und ciao, ciao. Ich hoffe, euch hat es gefallen.